Da ist er wieder. Die meisten haben wahrscheinlich überhaupt nicht gemerkt, dass ich weg war. War auch nicht so einfach zu merken, weil ich ein Video in Reserve hatte, was ursprünglich für Testzwecke gedacht war. Ja, war ein bisschen viel, war ein bisschen kalt. Ich habe mir was weggeholt, durfte ein bisschen aussetzen, beziehungsweise zumindest ging es nicht raus. Gut, dass ich online arbeiten kann. Jetzt ist so langsam wieder dieser zarte Wunsch da, ich will rausgehen. Ob das heute gelingen wird, wir werden sehen. Erstmal ein bisschen arbeiten. Online wird es möglich sein. Wenn ich nachher rausgehe, ist die große Frage, was mache ich anders? Also mache ich genauso weiter wie vorher oder gehe ich etwas vorsichtiger ins Werk? Ist das das richtige Wort? Ich werde kurz rausgehen und ich werde mich dem Thema Definition widmen. Mir ist aufgefallen, dass die Definition so wesentlich ist, um so viele positive Dinge zu erreichen. Jetzt verdrehe ich mich gerade so ein bisschen. Was meine ich damit? Eben habe ich gesagt, ich will kurz rausgehen. Was ist kurz? Kann wieder alles bedeuten. 5 Minuten oder 60 Sekunden Short oder 18 Minuten TED-Talk oder so, wie es mir meistens dann, ja, passiert. Eher 30 und mehr Minuten. Wir werden sehen. Erstmal arbeiten, dann schauen wir weiter. Definition. Wozu? Weshalb? Alles Theorie? Falsch. Praxis. An so vielen Stellen wird gesagt, just words. Was ist damit gemeint? Just words? Nur Worte, nur Rhetorik bedeutet, dass wir den Worten nicht mehr trauen, dass wir ihnen keine Bedeutung mehr zumessen. Und das liegt ganz oft daran, dass wir vergessen haben, dass es unser Job ist, den Worten die entsprechende Tiefe zu geben. Wenn ich mir selbst Ziele setze, wenn ich mit mir selbst kommuniziere, ist das schon heikel genug, wenn die Begriffe nicht klar geklärt sind. Spätestens wenn mehrere beteiligt sind, führt das üblicherweise ins Chaos. Macht's tagtäglich. Interessanterweise geht weniger schief, als zu erwarten ist, einfach deshalb, weil Menschen mitunter mitdenken, manches sich von alleine erledigt oder weil die Schnittmenge dann doch ausreicht. Ich werde mich jetzt gleich aufmachen, ich werde mich in den Sattel schwingen, das Wortspiel, und schauen, was es draußen für Inspirationen gibt. Und ich werde aufpassen, dass es bald wieder ein Video geben kann. Jetzt ist noch kalt, 5 Grad, also für mich ist kalt, weil mir ist schnell kalt und nachher soll richtig schön warm werden. Das sind doch gute Voraussetzungen, oder? Wenn wir jetzt mal kurz googeln, was warm heißt. Ich weiß noch, in der Ausbildung, vom Studium, von meinem ersten Mal durfte ich eine Ausbildung machen müssen, da wurden wir abgestraft, wenn wir das Wort heiß benutzt haben. Weil dann wurde uns erklärt, hey, schau mal nach, ab wie viel Grad etwas heiß ist. Ich gebe nicht wieder, was die Leute da gesagt haben. Das war schon ziemlich robust alles. Es ist also wichtig, nachzuschauen, vielleicht ja auch mal zu googeln oder was auch immer eure Suchmaschine des Vertrauens ist und zu schauen, was ist darunter wirklich zu verstehen. Das kann man schon einfacher machen. Also, bis gleich.
Hier sind wir jetzt. Das Wetter ist klasse. Wärme. Willst du mehr? Definition. Es lässt sich einfach so leicht viel zu viel vormachen, wenn die Definition nicht geklärt ist. Dieser Chinese, wie hieß er noch? Konfuzius, soll gesagt haben, bevor du dich streitest, klär die Definition oder die Begriffe. Richtig ist es jedenfalls. Darum geht's jetzt. Auch ohne Streit und bei gemeinsamen Zielen lässt sich leicht aneinander vorbeireden. Es ist so wichtig, erstmal zu klären, was unter den entsprechenden Begriffen verstanden wird. Sonst sieht es aus wie ein Ziel, ist aber keins. Was genau braucht es, damit die Begriffe wirklich geklärt sind? Das Klären von Begriffen kann so einfach sein wie die Frage, was verstehst du bitte, wenn du den Begriff XY verwendest, darunter. Gruppen, die gemeinsam an einem längeren Projekt arbeiten, könnten zum Beispiel sogar ein gemeinsames Glossar aufstellen, in dem die Begriffe, die verwendet werden, so definiert werden, dass sich daran jeder orientieren kann. Ich erwische mich regelmäßig dabei, dass ich mir über einzelne Worte recht lange Gedanken mache, um herauszufinden, was genau meine ich damit und gibt es nicht vielleicht ein Wort, das es besser ausdrückt? Meine Erfahrung ist, davon profitiert dann nicht nur die Sprache, die Gespräche, die ich mit meinen Klienten vorbereite und die Präsentation, sondern auch mein eigenes Verständnis und die Tiefe, die damit zusammenhängt. Es gibt Situationen, in denen sich Menschen so vertraut sind, so ein gutes Verhältnis zueinander haben, dass sie bereit sind, die Worte des anderen oder der anderen sehr wohlwollend zu empfangen, zu verstehen, und entsprechend ist es auch viel einfacher. Und dann gibt es andere Situationen, da kommt es auf jedes einzelne Wort an, um den Unterton, um jedes einzelne Detail. Da lohnt sich dann auch der Aufwand. Manche Gespräche, Präsentationen, Verhandlungen können immense Auswirkungen haben. Und da gibt es an vielen Stellen Klärungsbedarf. An den Stellen vor allem, an denen absichtlich mit Begriffen hantiert wird, die unterschiedlich verstanden werden oder die nicht wirklich irgendwas bedeuten. Gerade bei politischen Veranstaltungen, bei Wahlen, ist es sehr oft so, dass Begriffe verwendet werden, die keinerlei echte Bedeutung haben. Die Empfänger denken dann, oh ja, da kann ich mich mit reinfinden, weil sie ganz eigene Bilder dabei haben. Und nach der Wahl sind dann alle unzufrieden. Das Gleiche gilt für viele andere Situationen. Es ist unsere Aufgabe, nachzufragen, was bedeutet das? Was exakt, was konkret? Und dann haben wir auch was, wie wir das versprechen können. Eine viel bessere Grundlage für Entscheidungen. Kurz mal rausgehen, ganz kurz. Naja, es ist auch irgendwie zu schön, um wieder reinzugehen gleich. Ha, so ist es mit Definitionen. Kurz rausgehen. Ich mache einen kleinen Umweg. Thank you.
Wer bitte liefert die Definition für das, was ich Fahrradweg nennen darf? Das hat definitiv die Bezeichnung nicht verdient. Vielleicht hat es ja die Bezeichnung überhaupt nicht. Mir ist nicht bekannt, dass irgendwo ein Warnschild war. Sollte es geben. Ja, Definitionen können eine Menge retten. An vielen Stellen ist zu erkennen, dass wer die Deutungshoheit hat, eben auch immense Vorteile hat. Und da ist es wichtig, dass fair gespielt wird. Also klären wir die Begriffe gemeinsam mit den Menschen, die beteiligt sind. Und ja, es gibt bestimmte Regeln, die eine Grundlage liefern. Und da gibt es andere Dinge, da haben wir Spielraum, andere Bereiche. Nutzen wir die Möglichkeiten. Kurz rausgehen ist einfach zu schön, um nur kurz rauszugehen. Oder ist das kurz? Wie viele Minuten ist in Zeit kurz? Beim Zahnarzt ist meine Definition eine ganz andere als im Urlaub. Also für mich ist es schön. Ob das jetzt jemand schön findet, ob der Begriff schön für jeden hier sofort der passende Begriff wäre. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich eine Weile drüber nachdenke, wird mir wahrscheinlich die ganze Reihe noch viel, viel besserer Begriffe einfallen. Nur reden wir drüber. Schluss mit Fluff. Fluff ist nichts sagen, ist Blabla. Klären wir die Begriffe, wird es auch viel leichter, gemeinsam Dinge zu genießen, Dinge zu erreichen. Wird einfach so viel, viel besser. So viel, viel besser. Oh Gott.
Setz dich für die Begriffsklärung ein. Sorg dafür, dass das Thema in deinen E-Mails, in deinen Gesprächen, in deinen Meetings, womit du kannst, eine Rolle spielen. Und mach Lust darauf, dass andere da mitmachen. Es werden alle davon profitieren. Ich meine, das hätte ich jetzt schon erwähnt. Ja. Ich werde jetzt einen kleinen Spaziergang machen. Es ist deutlich wärmer, als ich erwartet habe. Die Skiunterwäsche ist jetzt ein bisschen zu viel. Zu viel. Was ist zu viel? Gott. Ja, zu viel. Wann ist zu viel zu viel? Jetzt fast. Ich werde mir jetzt ebenfalls noch ein bisschen diesen schönen Ort anschauen und dann bin ich vernünftig. Und vernünftig? Gott, wie definieren wir jetzt vernünftig? Lohnt sich. Also nochmal, Carsten Nowak, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam. Passt gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Also ich habe jetzt wieder richtig Lust auf neue Beiträge. In aller Ruhe. Und ich habe so viele Ideen. Ist auch relativ leicht in Berlin, oder? Also wahrscheinlich anderswo auch. Ich finde ja, eins der schönsten Begleiterscheinungen bei dem hier ist, selbst die Orte, die einem sehr vertraut vorkommen, dadurch nochmals neu zu entdecken, noch mehr zu genießen. Und wer kann davon schon genug haben? Ja, jetzt wird Zeit, wieder nach Hause zu fahren. Ein bisschen Arbeit wartet auch noch. Naja. Mit Spaß gelingt es besser. Was heißt Spaß? Wie definieren wir Spaß? Allein dadurch öffnen sich schon zahlreiche neue Wege. Spaß. Was ist Spaß? Thank you.
So, also Treppensteigen werde ich jetzt nicht.